Hallo und willkommen zu Buchungssätze erstellen mit dem Fokus auf Brutto- und Nettorechnung. Das heißt, was du in diesem Video lernen wirst. Zum einen, wir gucken nochmal ganz schnell auf die Anwendung der Umsatzsteuer und wie sie wann eigentlich gebraucht wird. Dann schauen wir uns die Rechnung an von Brutto zu Netto, von Netto zu Brutto. Und ich zeige euch am Schluss noch wichtige Begriffe, wie sie in der Aufgabenstellung drankommen könnten. Bevor wir jetzt anfangen, die Umsatzsteuer auf verschiedene Arten zu berechnen, müssen wir zuerst einmal die ganze Sache mit der Umsatzsteuer verstehen. Prinzipiell ist es so, für Waren und Dienstleistungen gegen Entgelt müssen Unternehmen 19% Umsatzsteuer berechnen. Wenn wir da jetzt ein Beispiel anschauen, hier ist ein Unternehmen, das produziert Holzschränke und verkauft diese für 350 Euro netto pro Stück und in diesem Fall auf Ziel, also mit einer Rechnung. Das heißt also, dem Unternehmen würde es reichen, 350 Euro mit diesem Schrank einzunehmen. Allerdings muss das Unternehmen dem Kunden zusätzlich 19% Umsatzsteuer berechnen. Das ist vorgegeben, damit der Staat da auch noch was abbekommt übers Finanzamt. Das heißt, wenn diese Rechnung jetzt rausgeht, dann steht da eben nicht 350 Euro drauf. Eine Rechnung würde ja verbucht werden als Forderung aus Lieferung und Leistung. Und da wäre jetzt der Betrag an den Kunden 416,50 Euro. Und auf der Gegenseite würde jetzt gebucht werden, einerseits Umsatzerlöse für fertige Erzeugnisse für das Unternehmen. Das sind die 350 Euro, die das Unternehmen einnimmt an Umsatz von diesem Schrank. Und jetzt werden eben zusätzlich noch verbucht Umsatzsteuer in Höhe von 66,50 Euro. Das ist so der Grundentwurf. Das heißt, das Unternehmen möchte die 350 Euro, aber muss eben noch zusätzlich die 66,50 € an Umsatzsteuer berechnen. Wir schauen uns noch schnell den umgekehrten Fall an und dann gucken wir drauf, wie das Ganze berechnet wird. Der umgekehrte Fall wäre jetzt folgender. Um die Holzschränke zu produzieren, kauft das Unternehmen bei einem Lieferanten Holz auf Ziel. Das heißt, wir kaufen jetzt Holz ein und der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 9.163 Euro inklusive 19% Umsatzsteuer. Jetzt ist ja der umgekehrte Fall. Jetzt sind wir Kunde beim Lieferanten. Das heißt, jetzt muss der Lieferant dem Unternehmen, also uns als Kunde, zusätzlich 19% Umsatzsteuer berechnen. Heißt also für uns, wir kaufen Rohstoffe, das ist das Holz, im Wert von 7.700 Euro. Und wir zahlen zusätzlich Umsatzsteuer, das ist bei uns, wenn wir es bezahlen, die Vorsteuer, in Höhe von 1.463 Euro. Und das Ganze geht dann an Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung, denn wir bekommen eine Rechnung und auf dieser Rechnung steht ein Gesamtbetrag von 9.163 Euro. Also in diesem Fall sind wir eben Kunde und müssen diese Umsatzsteuer, die der Lieferant von uns verlangt, entsprechend über diese Rechnung begleichen. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze berechnet wird. Wir schauen zuerst einmal auf die Berechnung von Netto auf Brutto und zwar mit einem Dreisatz. Da gehen wir jetzt vor wie folgt. Ein Unternehmen, habe ich wieder den gleichen Fall, produziert Holzschränke, verkauft diese für 53 Euro netto pro Stück auf Ziel. Dieser Nettobetrag sind immer 100%. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Der Nettobetrag sind 100%. Ihr müsst also schauen, ist die Steuer schon mit drin oder kommt die noch on top? Wenn ich das weiß, kann ich jetzt die Berechnung der Umsatzsteuer, also diese 19% berechnen, anhand von einem Dreisatz. Ich kann also jetzt sagen, 350 Euro, das sind meine 100%. Und jetzt kann ich möchte ja herausfinden, wie viel sind 19%. Also beim Dreisatz gehe ich über 1%. Ich mache also hier geteilt durch 100 und das Ganze mal 19. Und wenn ich das ausrechne, dann erhalte ich für die 19% unten 66,50 Euro. So kann ich hier jetzt die 19% ausrechnen und kann dann mit diesen meinen Buchungssatz erstellen. Wer hier genauer noch in dieses Dreisatzrecht drin rechnen rein möchte, so rum, dem blende ich hier noch ein Video dazu ein. Das hier an der Seite mache ich mal wieder weg. Auch die 1% brauche ich hier nicht ausrechnen. Das wären 3,50 €. Gut, das schreibe ich noch hin, aber nachher nicht mehr. Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit. Ich kann jetzt sagen, ich möchte den gesamten Rechnungsbetrag. Ich weiß jetzt, dass wir einerseits haben wir 350 Euro Nettobetrag und wir haben 66,50 € an zusätzlicher Umsatzsteuer. Also kann ich jetzt entweder addieren an der Stelle und kann sagen, wir nehmen die 350 und addieren
die 66,50 € und erhalten dann den kompletten Rechnungsbetrag in Höhe von 416,50 €. Das wäre Option 1, wenn ihr das schon berechnet habt. Oder wir gehen nochmal mit dem Dreisatz vor und sagen jetzt, wir berechnen auch die 119% mit dem Dreisatz. Das heißt, ich habe ja schon ausgerechnet, 350 € sind die 100% und kann dann sagen, 3,50 € sind 1% und kann dann eben jetzt auf 119% gehen und das Ganze mal 119 machen und erhalte dann direkt den Betrag von 416,50 €. Und diese kleinen Rechnungen sind wirklich elementar, damit euer Buchungssatz und die Beträge aufgehen. Das heißt, wenn das nicht sitzt, einfach nochmal genauer drüber schauen, verstehe ich, welches sind 100%, welches sind die 19%, was muss ich von was abziehen. Jetzt gibt es die gleiche Rechnung von Netto auf Brutto, allerdings mit Multiplikation. Das wenden auch viele an. Wir nehmen wieder diesen Fall und sagen jetzt, okay, Nettobetrag sind wieder 100%. Und das bedeutet, ich kann jetzt Folgendes machen. Wenn ich 19% berechnen möchte, und ich mache 19% von 100%, also 19% geteilt durch 100%, erhalte ich einen Faktor von 0,19. Diesen Faktor kann ich aber auch ausweiten und sagen, ich möchte 119% geteilt durch 100% und habe einen Faktor von 1,19. Ich kann natürlich von Netto auf Brutto mit diesen beiden Faktoren rechnen. Das würde aussehen wie folgt. Berechnung der Umsatzsteuer durch Multiplikator. Ich nehme meinen Nettobetrag, 350 € und mache jetzt mal 0,19. Das ist das gleiche, wie wenn ich sage, ich teile durch 100 und mache mal 19. Ich kann aber auch einfach sagen, mal 0,19 und erhalte dann direkt den Betrag von 66,50 €. Und dann kann ich wieder addieren, also ich kann dann hier wieder sagen 350 plus 66,50 € und erhalte dann die 416,50 €. Und das gleiche funktioniert, wenn ich jetzt sage, ich nehme diesen Multiplikator für die 119%, also wenn ich direkt auf den gesamten Rechnungsbetrag springen möchte, dann habe ich 1,19 als Multiplikator. Dann kann ich also sagen, ich nehme 350 mal 1,19 und erhalte direkt 416,50 €. Diese Option besteht natürlich auch. Das ist, wenn ihr mit Multiplikator rechnen wollt. Ich sage gleich noch, wann das nicht funktioniert. Zuerst einmal noch die Berechnung von Brutto auf Netto, also der umgekehrte Fall mit Dreisatz. Da nehmen wir jetzt das zweite Beispiel her, wo wir beim Lieferanten Holz bestellen. Und da hatten wir ja die Info, dass wir inklusive 19% Umsatzsteuer. Das bedeutet, jetzt habe ich den Bruttobetrag gegeben. Da ist jetzt wichtig zu verstehen, habe ich den Nettobetrag ohne die Steuer, ist es 100%. Der Bruttobetrag mit der Steuer, also diese 9.163 €, die entsprechen jetzt 119%. Und jetzt kann ich wieder meinen Dreisatz anwenden. Jetzt kann ich also in diesem Fall sagen, ich habe 9.163 € gleich 119% und kann jetzt wieder runterrechnen auf 1% und auf 19%. Also mache ich hier wieder, beziehungsweise jetzt mache ich eben geteilt durch 119 und das Ganze mal 19. Wie gesagt, auch hier nochmal die Info zu dem Video mit Dreisatz. Weil hier kommt ihr jetzt auf die 19%, indem ihr eben von diesen 119% ausgeht. Ihr teilt doch 119, macht das Ganze mal 19 und erhaltet dann hier die 1.463 € an Vorsteuer, die wir benötigen, wie man eingangs gesehen hat. Dann kann ich natürlich wieder subtrahieren in diesem Fall. Das heißt, ich kann jetzt den Nettobetrag ausrechnen, indem ich sage, 9.163 €, das war mein Bruttobetrag und davon ziehe ich jetzt die 1.463 € ab und weiß dann, mein Nettobetrag, also was meine Rohstoffe netto kosten, entspricht dann 7.700 €. Oder ich rechne eben direkt auf die 100%, dann kann ich wieder sagen, 9.163 € entspricht 119% und ich möchte dann wieder über 1% direkt zu 100%. Also teile ich hier wieder geteilt durch 119 und mache jetzt eben mal 100. Und wenn ich das mache, erhalte ich hier unten direkt 7.700 € mit Hilfe des Dreisatzes.
So kann ich hier vorgehen, von Brutto auf Netto zurück, wirklich im Gedächtnis behalten, Brutto sind 119%, sonst geht wirklich alles schief. Und jetzt schauen wir den Part an, wo der Multiplikator nicht mehr funktioniert. Wir haben hier nämlich Brutto auf Netto mit Multiplikation. Wieder das gleiche Beispiel. Wir hatten ja gesagt, Nettobetrag 100%, Bruttobetrag sind 119%. Und jetzt ist es eben so, wenn ich den Nettobetrag durch Prozentrechnen berechne, da war es ja jetzt so, ich habe 9163,00 und das Ganze dann geteilt durch 119 und mal 100. So könnte ich das aufschreiben, geteilt durch 119 mal 100, das ist jetzt der Dreisatz zusammengefasst. Dann würde ich hier direkt bekommen die 7.700 Euro, die ich berechnen möchte. Und jetzt ist es aber so, Berechnung des Nettobetrags durch Multiplikator. Jetzt könnte man ja annehmen, ich mache hier 9.163 und jetzt eben geteilt durch 0,19. Beziehungsweise, wenn ich auf die 100% möchte, geteilt durch 1,19. Das machen viele Schüler von mir. Und das funktioniert nicht. Und hier kommt auch warum. Diese 1,19, die wir vorhin kurz angegeben haben, das bedeutet, ich teile hier durch 100 und das ist das Entscheidende. Wenn ihr rückwärts rechnet von Brutto auf Netto, teilt ihr eben nicht durch 100, sondern ihr teilt geteilt durch 119. Das heißt, mit dem Multiplikator kommt ihr nicht rückwärts. Ihr kommt nicht von Brutto zurück auf Netto. Das funktioniert nicht. Bitte macht das nicht. Ich bin generell ein Fan davon, einfach immer den Dreisatz zu machen. Geteilt durch 100 mal 19, geteilt durch 119 mal 19. Ich bin ein Riesenfan davon, einfach kurz einzutippen, anstatt 2 Sekunden zu sparen. Und dann ist es ganz oft falsch, wenn ich von Brutto auf Netto zurückgehe. Und jetzt noch eine wichtige Info. Die generellen Begriffe, auch da stolpern manchmal Schüler drüber. Deshalb wiederhole ich sie hier nochmal kurz. Zuzüglich, beziehungsweise auch dieses ZZGL in Aufgabenstellungen, bedeutet, es kommt noch Umsatzsteuer hinzu. Wenn da also steht zuzüglich Umsatzsteuer, dann ist der angegebene Betrag netto, dann entspricht der 100%, nicht 119. Also zuzüglich heißt, es kommt noch Steuer hinzu. Einschließlich heißt, der angegebene Betrag beinhaltet schon die Umsatzsteuer, ist also ein Bruttobetrag. Genauso wie inklusive oder dieses INKL heißt inklusive, es ist schon Steuer mit drin. Auch hier ist es so, dass der angegebene Betrag der Bruttobetrag ist. Und jetzt noch zu guter Letzt, dass Schüler das immer gerne machen oder erwähnen, ich eigentlich nicht. Netto sind ja 100%. Ja, es gibt viele, die sagen, die Eselsbrücke, netto merke ich mir mit net so viel. Das sind 100%. Brutto sind die 119%, merke ich mir mit brutal viel. Ich bin generell kein Fan davon, weil ich eher ein Fan von Verstehen bin, anstatt von auswendig lernen von Eselsbrücken. Wem das aber hilft, nehmt das unbedingt. Wichtig ist nur, achtet drauf, habt ihr 119% oder habt ihr 100%, weil entsprechend müsst ihr entweder geteilt durch 100 machen oder geteilt durch 119. Ich hoffe sehr, dass das ein bisschen geholfen hat, dass ihr vielleicht neue Wege entdeckt habt, um die Umsatzsteuer zu berechnen. Hier oben ist meine Playlist, da dürft ihr gerne mal reinschauen. Nächste Woche spätestens habe ich ein neues Video für euch. Ihr dürft gerne Feedback oder Kritik oder ein Like da lassen, wie ihr gerade möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Erfolg beim Lernen.